Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute am Samstag im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es ist nicht normal, dass am Samstag Mods rauskommen, aber heute ist es passiert. Und zwar ist heute gekommen eine neue Marke, und zwar heißt diese Marke Piscine und ist ein brasilianischer Hersteller. Der Kontakt sei offenbar durch Connect Modding hergestellt worden. Die Modelle wurden aber alle von Piscine eingereicht und daher ist der Modder für alle 5 Geräte, die heute gekommen sind, Piscine, die brasilianische Marke und Hersteller von diesen Geräten. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Waldemar für sein Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Heute fehlen uns noch 88 Abos, um die 1500 zu erreichen und um den Antrag stellen zu können, bei Giants Partner zu werden. Die erste neue Mod heißt Piscine Advanced Mod BT11. Kommt mit der Downloadgröße von 17,24 MB in der Version jetzt von 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich hier um einen Pflug mit dem Gewicht von 5,1 Tonne, braucht 510 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit ist 10 km/h und kostet 50.500 Euro. Die nächste neue Mod heißt Piscine GAHG ROBR 2000, Downloadgröße 5,36 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine hydraulische Drehwinde, die hinten an den Dreipunkt angeschlossen werden kann, wiegt 1,2 Tonnen, braucht 65 PS und kostet 5.221 Euro. Es kann hier zusätzlich angeschlossen werden, eine 4-Punkt-Kupplung für die Big Bags, oder man kann auch so die Big Bags nehmen. Zusätzlich zudem kommen noch die Big Bags, und zwar hier für das Saatgut. Hat ein Volumen von 2000 Liter, kostet 900 Euro und kann gekauft werden als Einzelstück oder 2, 3, 4, 5 und bis zu 8 Stück auf einmal. Dasselbe gilt für die Säcke mit Mineraldünger, kommt ebenfalls mit einem Volumen von 2000 Liter und kostet ebenfalls 900 Euro. Auch hier können bis zu 8 Stück gekauft werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Teil auch praktisch ist, um vielleicht Baumstämme zu bewegen. Wir kommen zum Piscine GNDHF 72x22, kommt mit der Downloadgröße von 9,57 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um eine Scheibenecke. Die kommt mit einem Gewicht von 4,3 Tonnen, braucht 194 PS, hat eine Arbeitsbreite von knappen 7 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 25 km/h. Wow, das ist sehr schnell. Und kostet 25.000 Euro. Die Scheiben können geändert werden, von flachen Scheiben zu Zahnscheiben und zurück. Um diese zum Feld transportieren zu können, hängt man sie hier an der Längsseite an. Einmal am Feld angekommen, hängt man sie der Breitseite an und dann kann man seine Feldarbeit entsprechend vollbringen. Die nächste neue Mod heißt GSPCR 400, kommt ebenfalls von Piscine natürlich, kommt mit der Downloadgröße von 8,25 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ebenfalls ein Pflug, dieser kommt mit einem Gewicht von 10,6 Tonnen, braucht 476 PS. Hat eine Arbeitsbreite von 6,4 Meter, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 42.000 Euro. Die Scheiben können auch hier getauscht werden von flachen Scheiben zu Zahnscheiben. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod von heute, und zwar ist das der Piscine Master 15.000. Kommt mit der Downloadgröße von 23,69 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das ein Dünger- und Kalkstreuer. Kommt mit einem Ladevolumen von 15 Kubikmetern, sprich 15.000 Liter, hat ein Gewicht von 3,7 Tonnen, braucht 150 PS, Streubreite ist 36 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet 80.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg. Was bei all diesen Geräten auffällt, ist die extreme Detailverliebtheit. Also hier ist alles bis zum kleinsten extrem hoch ausgelöst. Also jedes einzelne Detail ist extrem höchst aufgelöst, super schön verarbeitet. Ich bin fasziniert. Sehr, sehr schöne und gute Arbeit. Jede einzelne Schraube, Feder, alles perfekt und schön gemacht.
Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz herzlichen Dank fürs Vorbeigucken, fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Mod-Vorstellungen und auch keine anderen Inhalte auf dem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir doch dein kostenfreies Abo ab. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntag. Ich bin morgen am Strand. Macht's gut. Danke, tschüss und hasta luego.